So, guten Morgen. Wir sind heute wieder hier in Abu Dhabi. Heute habe ich was geplant für euch zu drehen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn man das nur mit einem Auto macht, wird es vielleicht ein bisschen langweilig. So haben wir dann zumindest einen Vergleich. Und was wir heute drehen, das seht ihr jetzt. Schaut euch das mal an. Wir haben hier einmal M5 Competition. Wir haben hier einmal M5 Normal. Ja? Also 600 PS zu 625 PS. Nagelneues Auto. Wie ihr seht, schwarze Scheibe vorne. Also aufpassen, gehört irgendeinem, wo was zu sagen hat. Das nächste ist wieder der große Vorteil hier in Abu Dhabi. Kein OPF. Ja? Also die ganzen Fahrzeuge in Europa, habe ich ja damals schon gesagt, im C63 Video, sind alle mit OPF. Hier in Abu Dhabi wieder ohne OPF. Somit, ihr wisst, geilere Sound, mehr Leistung möglich. Ich werde beide für euch testen heute. Wir machen eine Eingangsmessung mit dem Competition. Wir machen eine Eingangsmessung mit normalen Werten aus. Wie viel haben die Autos in Serie? Ja, wir messen 0 auf 100 in Serie, 100 auf 200 in Serie, beide. Somit haben wir einen direkten Vergleich, wie viel das Competition-Ding schneller ist als der normale. Und dann würden wir auf beide Stufe 1 drauf machen mit Getriebesteuerung. Das werde ich euch alles zeigen. Seid gespannt. Ich freue mich schon. Also, dann gucken wir mal rein in die gute Stube. Aha, sieht ziemlich neu aus alles. Folie oben sitzt noch drauf. Ja, ich mache mal das Häufle auf. Dann gucken wir mal runter. Es ist so, die beiden Fahrzeuge, der Competition und der normale, da unterscheidet sich eigentlich nicht viel. Das ist wirklich nur eine andere Software, andere Codierung von der Hardware und Motor ist alles gleich. Das heißt, BMW holt die 25 PS Mehrleistung nur über die Software raus. Ja. Also wenn ich der Hersteller wäre zum Beispiel, würde ich zum Competition würde ich 650 Minimum machen, ja, weil 25 PS mehr, ob man das merkt und ob es nachher wirklich auch so ist, wir werden beide Fahrzeuge messen, das sieht man dann wirklich. So, dann gucken wir bei dem mal vorne rein. So, genau das gleiche, sieht genau gleich aus. Der Unterschied ist nur die Software. Und die Leistung. Also ich würde zum Beispiel den normalen kaufen, Software machen, weil ich gehe davon aus, dass beide nachher gleich schnell sind, wenn der Software drauf ist von uns. Ja, da kann man sich das Geld zum Competition eigentlich sparen. Meiner Meinung nach. Aber jetzt fangen wir mal an. Vivo, ich bin gespannt, was das Ding in Serie macht an Leistung und Zeiten. Ja, auf jeden Fall zu dem Thema Competition kaufen oder nicht Competition. Ich meine, BMW nimmt, glaube ich, 10 Mille Aufpreis für Competition, nicht Competition. Und das für 25 PS mehr und VMAX auf 305. So, einmal messen bitte. Also was mir bei BMW gefällt gegenüber allen anderen Turbomotoren ist, dass bei BMW spürst du das irgendwie nicht so, dass er oben rum abkackt. Das heißt, wenn er wirklich, wenn er 7000 dreht, dann zieht er durch bis 7000, wenn du das so gewohnt bist oder wenn du das kennst von einem Mercedes, so 5,5 Liter, dann ist es so, dass dort so ab 6000 eigentlich schon die Leistung in den Keller fällt, man merkt da nichts mehr. Und bei dem hier ist es echt so, du fährst und du merkst es. Also das ist echt gut. Ich beschleunige es nochmal von 1500 bis 7000. Und das Ding zieht komplett durch bis Drehzahlende. So soll dein Auto fahren? Ja. Ibo, bist du bereit? Sollen wir mal testen? Ja. 0 auf 100 um das ganze Zeug, ja? Ja. Machen wir mal. Launch Control geht, Manuellmodus und dann Vollbremse, Vollgas. So soll das eigentlich funktionieren. Thank you.
Also Bibo, 0-100, 3,8 Sekunden mit dir drin war der beste Wert von 3. Und 100 auf 200 waren es 7,33 Sekunden mit dir drin. Also 7,33, 100 auf 200 und 0 auf 100, 3,8. Jetzt machen wir mal unsere Software rein. Und dann gucken wir mal, was das Ding dann fährt, oder? Yes. Sind wir mal gespannt. So, dann werten wir jetzt mal das aus, die Leistung. Gucken wir, was der Leistung hat. Und dann messen wir den Nicht-Competition, gucken wir, was der Leistung hat, was der 100 auf 200 braucht. Und dann mache ich beide mal und dann machen wir mal ein Race. Hä? Ich lese jetzt mal die Software aus. Was man wissen muss bei dem Auto, es hat zwei Motorsteuergeräte. Das heißt, wir lesen jetzt zwei Motorsteuergeräte aus und das Getriebesteuergerät. Ich benutze für M5 und BMW allgemein viel Femto, weil Femto sehr, sehr sicher und stabil läuft bei den Autos. Es ist vergleichbar auch nicht wirklich sehr teuer. Ich glaube, so eine Slave-Version kostet, glaube ich, 600 Euro. Master Femto sind, glaube ich, bei 1000 Euro. Und mit dem Tool kannst du einfach alle oder sehr viele F-Modelle und G-Modelle von BMW machen mit Getriebe und alles. Also ist ziemlich gut gemacht, das Ding. Ich zeige euch das gleich mal. Zum Auslesen müssen wir natürlich die Zündung anmachen und die Zündung muss anbleiben, nachher auch beim Programmieren. Deswegen wichtig bei den neuen BMWs ist so, man muss in den Diagnosemodus rein. Dazu betätigt man einfach dreimal schnell die Starttaste. Ja. Somit ist das Auto im Diagnosemodus. Man sieht es auch hier am Kombi, dass ein Diagnosemodus steht. Ja. Und dann kann man da arbeiten, ohne dass die Zündung wieder ausgeht nach einer gewissen Zeit. Ich lese jetzt beide Steuergeräte aus, einmal das Master- und Slave-Steuergerät und dann noch das Getriebesteuergerät. Dann mache ich die Software, spiele mal rein und dann gucken wir, was er dann mit Stufe 1 hat. Hier eine kleine Spielerei von BMW, das Power-Display, Sport-Display genannt. Da seht ihr die Leistung und das Drehmoment und das passe ich in der Software natürlich alles mit an. Ja, ich meine, das ist kein reeller Wert, das ist immer das, was im Steuergerät einprogrammiert ist. Deswegen, das ist einfach eine Spielerei. Ich würde es nachher auch umändern und würde es so machen, dass es die Leistung anzeigt, die wir dann auch tatsächlich haben. I don't know who the fuck to trust, is he my friend or my foe? I'm a ex, bro, yeah, she give me that claim as well. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at artists, silly, I'm Bobby Bambi. Baby's yellow text, she wanna eat me like candy. Run up the racks, track me, I run up the racks like an athlete. Big facts, you're at the dick, six flags, ballin' like Dinky. Told her I love her, I ain't really mean that, yeah. Now they just people like funny. Remember way back, she was love. These bitches nigga can't come. So, kommen wir zum guten Teil der Software. Es ist so, ich arbeite nur mit WinOLS, also seit 19 Jahren schon, und das WinOLS-Programm ist für mich mit Abstand das Beste, was es gibt auf dem Markt. Ja, es gibt noch andere verschiedene, aber hier kann ich meine Daten importieren, wird alles gespeichert, kann ich ablegen und deswegen bleibe ich dem Programm treu. Es gibt auf dem Markt andere Programme, aber es ist Fakt, dass über die Hälfte eigentlich, was dieses Programm euch automatisch raussucht an Kennfeldern, falsch ist. Das heißt, wenn dann das Programm sagt, es ist das Zündwinkel-Kennfeld, dann muss es nicht das Zündwinkel-Kennfeld sein. Der Laie, der dann die Software programmiert, der glaubt dann halt natürlich diesem Programm, dass es Zündwinkel-Kennfeld ist, aber oft, ich sag mal zu 70%, ist es falsch bedatet und die Kennfelder sind eigentlich falsch angelegt bei denen. Deswegen WinOLS, dann dazu die passenden Daten kaufen und dann läuft das alles schon. So, der neue M5, der hat eine MG1-Steuerung drin, das heißt Bosch. Bosch, sage ich mal, ist auch für die Automobilindustrie das Beste, glaube ich, was es gibt. Also es gibt verschiedene Motorsteuergeräte, es gibt Siemens Continental, Bosch, Delphi, Delco, also es gibt echt verschiedene Varianten, aber
ich sag mal, für die Anforderungen, was wir brauchen für die Fahrzeuge hier, dass das auch alles richtig funktioniert, fahren die mit Bosch schon ziemlich gut. In letzter Zeit hat Porsche zum Beispiel Siemens benutzt, ist etwas aufwendiger zu programmieren, aber ich bin jetzt froh, dass sie auch zu Bosch rübergewechselt sind, weil die ganzen neuen Porsche-Modelle haben jetzt auch Bosch-Steuergeräte drin und es funktioniert sehr, sehr gut. Ja. Bei dem Auto jetzt programmiere ich das so, dass ich den maximalen Ladedruck auf 1,8 bar mache. Ja, wir würden Ladedruck fahren 1,8 bar und Zündung in Abu Dhabi mit dem Sprit hier sollte liegen irgendwo zwischen 12 und 15 Grad. Ja, und Leistung ist dann ungefähr zwischen 730 und 750 PS. Ja, das ist mit Stufe 1. Klar, in Deutschland, wenn der Sprit jetzt dann wieder 102 Oktan wäre, könnte man dann natürlich mehr Zündung, mehr Druck fahren. Und da kommt man schon nochmal 40, 50 PS weiter, nur mit Software. Ich würde es jetzt hier fertig programmieren. Es ist eigentlich aufgebaut wie alle anderen Steuergeräte auch. Man hat hier den maximalen Ladedruck zum Beispiel hier. Maximalen Ladedruck vor Drosselklappe. Das setze ich jetzt komplett auf 1,8 bar bzw. 2,8. Man muss ja 1000 abziehen. Das heißt, das Auto wird einfach nicht mehr zulassen wie 1,8 bar. Was auch sehr interessant ist und sehr wichtig ist, sind hier die Kennfelder. Ja, das ist auch wieder, ich sage euch das mal in Serie, wie das aussieht. So, das ist jetzt so ein Serienkennfeld. Das heißt hier Kennlinie, Füllungsbegrenzung in Abhängigkeit, Zündwinkel, Spätzug im Sportmodus. Das bedeutet, wir haben hier unten unsere maximale Last, die erlaubt ist, also in Serie praktisch 200% Last. Ja. Hier oben haben wir die Drehzahl 2000 bis 7000 und hier bewegt sich praktisch dann das ganze Fahrzeug und überwacht die ganzen sicherheitsrelevanten Sachen. Hier an der Seite haben wir die Zündwinkelrücknahme, das heißt bei 0 Grad Zündwinkelrücknahme erlaubt er hier jetzt 200% Last, das heißt es wird nichts begrenzt und alles ist okay. Wie man sieht, ist es umso mehr Zündwinkelrücknahme ist. Ja, bei minus 14 sind wir hier oben noch bei 177% im Gegensatz zu 200. Das heißt, umso mehr der hier klingelt, umso mehr nimmt er die Leistung zurück. Ja, ich habe jetzt wieder auch natürlich viele Softwarestände gesehen, die dann so datiert waren. Ja, das heißt 327% Füllung. Quatsch. Ja. Da geht ein einmal in schlechten Sprit rein, wenn der je nachdem, wie viel Druck programmiert ist. Wenn er dann anfängt, hier zu klingeln, ja, und das hier alles auf 327 steht, dann bedeutet das eigentlich, das Auto klingelt 10, 12, 14 Grad. Man wird das eigentlich schon hören bei 14 Grad im Auto, ja, es ist einfach so. Und der würde einfach die Leistung nicht zurücknehmen. Das heißt, der würde das, ich tippe mal grob, 5, 6 Mal machen und nach dem 7. Mal ist Motorschaden vorprogrammiert. Also da auch immer aufpassen, dass man das alles Serie lässt. Was ich mache immer ist, ich mache bis 6 Grad. Ja? Das heißt, wenn das Auto 6 Grad zurücknimmt, bis dahin lasse ich die Leistung voll zu. Und ab mehr wie 6 Grad fahre ich auch wieder fast auf Serie zurück. Somit habe ich die Sicherheit in dem Fahrzeug drin und kann nichts passieren. Also wo ich wirklich lang gebraucht habe und mir gedacht habe, Junge, Junge, ich habe echt keinen Bock mehr, war bei der Suche von der VMAX. Diese Autos sind so kompliziert wie diese scheiß VMAX-Geschichte. Ja. Ich meine, wenn ein Auto Serie auf 250, 260, 270 begrenzt ist, bei denen ist es kein Problem, auf 305 zu gehen, ja, weil das ja der Competition bzw. die offene Version von BMW hat. Das heißt, da lege ich nur einen Schalter um, Kodierung, bumm, 305. Will ich aber über diese 305, ist es nicht so einfach. Und ich würde jetzt noch sagen, dass es momentan zwei Leute gibt, die wirklich die VMAX haben. Ja, das ist ein Bekannter von mir und ich. Und das war so, er hatte das Auto gemacht, den F90, funktioniert sehr gut bei ihm und er hat auch sehr, sehr lange gebraucht für die VMAX, hat es geschafft und dann, klar, ich war dann 4 Tage auf dem Prüfstand beschäftigt bei der Entwicklung, Leistung hat alles gepasst, nur mit dieser scheiß VMAX habe ich rumgekämpft und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, hey, hör mal, kannst du mir nicht jetzt mal helfen, wie dieser scheiß VMAX, ey, weil das ist ja echt so blöd. Und seine Antwort war, Jimmy, ich mag dich gerne. Du weißt, wen ich jetzt meine, gell? Der sieht das bestimmt auch, das Video. Aber das ist was, was keiner hat. Und das kann ich dir jetzt noch nicht rausgeben. Wenn es aber irgendein Zweiter rausfindet, die VMAX, kriegst du es von mir. Und dann hat mir das so einen Ansporn gegeben und habe ich gedacht, okay, dann mache ich weiter.
Und dann habe ich noch einen Tag gebraucht und habe ich selber die VMAX gemacht, habe ihm dann das Video geschickt und habe gesagt, danke dir, ich habe es jetzt auch, aber ich würde es auch niemandem geben. Ja? Und das Video, the people blendet es euch ein. Wir sind hier in Abu Dhabi 347, glaube ich, gefahren, GPS. Und das ist schon ordentlich für so ein Auto. Was auch noch sehr, sehr wichtig ist bei der Software, gerade bei dem M5, ist im Kennfeld, das ist die Begrenzung des maximalen inneren Moment anhand von Temperatur vor Drosselklappe. Wie ihr seht, ist das Original so programmiert, wir haben wieder hier die Stützstellen, 1000 bis 7000 Umdrehungen und hier haben wir die Temperatur vor Drosselklappe. Das heißt, wenn das Auto jetzt hier 20 Grad Temperatur hat vor Drosselklappe, dann lässt er praktisch, das ist jetzt alles original, dann würde er maximal zulassen 890, 900 Newtonmeter hier hinten, 915 und man sieht wieder, umso wärmer die Temperatur wird, umso weiter zieht er das runter, aus dem einfachen Grund zur Vermeidung von Zündaussetzern und eines Motorschadens. Ja. Hier haben wir zum Beispiel ab 100 Grad lässt das Auto nur noch 400 Newtonmeter zu, 430. Und da gibt es auch wieder Kandidaten, die das natürlich wieder voll bedaten. Da muss nur die Kühlmittelpumpe ausfallen oder irgendwas an der Kühlung nicht richtig sein. Und dann ist der Papst gewählt. Da kommt der Rauch hinten raus. Wir flashen jetzt das Getriebe, wir flashen den Motor, gehen wir raus und dann gucken wir wirklich, was es gebracht hat. Also, wir haben jetzt hier einen normalen M5 F90 mit 600 PS gemacht von uns. Wir werden jetzt die Leistungsmessung machen. Getriebe ist programmiert und dann gucken wir die Zeiten gleich an. Wieder so ein Schnäpperle drin, schaut euch das an. Anschnalle, Safety, gell? So, los geht's. Wie ihr seht hier beim Sportdisplay habe ich alles umgeändert. Das heißt, die Skala geht jetzt bis 800 PS. Und 960 Newtonmeter. Ja, also man sieht auch, wenn ich dann das abrufe, ja, man spürt auch, dass die Leistung da ist. Ja, also es ist ein ganz anderes Fahren. Also das Ding ist echt viel, viel agiler, viel spritziger nach der Software. Das reagiert ganz anders aufs Gas. Also das ist so angenehm zum Fahren. So, wieder vierter Gang. Dann gucken wir mal. Dritte, weil Räder durchdrehen, hä? Die Jungs, wir haben zu viel Leistung. So, probieren wir nochmal, hä? Wieder durchdreht. 100, 6,5 mit hier drin, Pipo. Jetzt probieren wir nochmal 0,100. Aber jetzt hör mal hier dieses Ballern. Habe ich hier reinprogrammiert. Also Serie macht das ja auch schon. Ich habe es einfach einen Tick länger gemacht.
So, normaler M5 F90 gemessen, ja. Diagramm sieht sehr, sehr gut aus, ja. Und wie wir hier sehen, haben wir hier eine Leistung von 611,6 PS und 770 Newtonmeter. Das heißt, 600 PS geben sie an und 750 Newtonmeter geben sie an. Wir sind da leicht drüber. Das heißt, Auto gut eingefahren, BMW guten Job gemacht. Und jetzt gucken wir uns mal die Messung nach unserer Software an. Also wie gesagt, er hat jetzt wirklich nur Software bekommen, sonst gar nichts. Ja? Getriebe programmiert und Motorelektronik. Wenn ich mir jetzt das anschaue, mit unserer Software, macht das Ding 737,2 PS und 944 Newtonmeter. So, diese 944 Newtonmeter würde das Auto nie machen, wenn man die Getriebesoftware nicht mit angepasst hätte. Also man könnte zwar an der Motorelektronik das so verbiegen, dass er das zulässt, aber dann hätte er geschaltet wie ein Scheißhaus, ja, und hätte wirklich funktioniert. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Wir haben hier 98 Oktan drin, 737 PS bei 26 Grad Außentemperatur. Top. Jetzt gucken wir uns mal das andere Auto an, den Schwarzer, den Competition, was der in Serie und was der modifiziert hat. Serie, wissen wir ja, war 7,3, glaube ich, war es Serie. Gell, Pipo, 7,3 mit dir drin. 0,100 war 3,8 und gucken wir, was er jetzt macht. Also wenn ich jetzt hier Vollgas gebe, sehe ich 800 PS. 800 PS, Menschenskinder. So viel wird das Auto nicht haben. Ich denke mal so 750, 760. Dann tun wir nachher die Skala noch kurz abändern, dass es passt, dass es so 750 anzeigt. Drehmoment, das passt der Drehmoment, denke ich, auch so knapp. Knapp 960, 970 Newtonmeter müsste der drücken. Pivo, dann checken wir mal, hä? Ja. Los geht's! Das ist ein ganz anderes Fahren, mein Freund, ganz anderes Fahren. Läuft das Ding! Wunderbar. Was habe ich gesagt, Pipo? Schau, genauso wie der Weiße, 100 auf 200, 6,5 Sekunden und 0 auf 100 haben wir 3,2. Ja, gar nicht mal so schlecht für nur Software und du mit 90 Kilo hier drin. Also wenn du mal rausgehen würdest... Komm, ich wieg 80. Wenn du mal rausgehen würdest... Also wir haben das mal getestet und wirklich, der Salah, der wiegt so 65 Kilo. Und wenn er ins Auto kommt, habe ich 2/10 Unterschied von 100 auf 200 bei 60 bis 65 Kilo. Also verlierst du 2/10. Ja. Deswegen finde ich auch immer lustig, da kommt dann der Kunde, lässt Leistungssteigerung machen und dann fährt er gegen einen, dann ruft er an und sagt, hey, was ist denn da los? Hey, ich habe Leistungssteigerung gemacht, aber ich bin ja gar nicht schneller wie er, was ist da los? Dann sage ich, ja, hör mal, wie seid ihr denn gefahren? Dann sagt er, ja, ich mit meinen Kumpels im Auto und der alleine. Dann sage ich, ja genau, siehst du, da ist das Problem. Aber viele denken gar nicht, was Gewicht ausmacht. Gewicht macht sehr, sehr viel aus. Also in dem Fall zum Beispiel 2/10, 60 Kilo, ja. Wenn dann 100 Kilo an Bord hast, bist du gleich mal 3,5 bis 4/10 langsamer, ja. Und deswegen ist immer zu achten, wenn du wirklich einen Vergleichstest machst gegen jemand, dass mindestens genauso viele Leute drin sitzen, dass es funktioniert. Was ich auch in letzter Zeit oft gesehen habe, sind Leute messen auch die Zeiten 0, 100, 100, 200 mit der Race Logic. Ja? Dann hängen sie hier die Race Logic an die Scheibe und filmen das ab und zeigen das dann, genauso wie dieses P-Gear oder wie das heißt. Ja? Fakt ist, Race Logic wird dir immer eine Zeit anzeigen, ja. Aber die Race Logic merkt nicht, fährst du berghoch oder bergrunter. Und wenn der dann bergrunter fährt und der dann eine Sekunde schneller ist, ja, nur weil er bergrunter gefahren ist, das zählt nicht. Also bei Race Logic, Leute, sage ich euch, lasst euch immer das auswerten. Da gibt es eine extra eine Software, wo das dann praktisch die Höhenkorrektur macht. Und da seid ihr euch sicher, dass auch die Zeit stimmt. Weil die Race Logic, die erkennt es nicht, ob es bergrunter geht. Mit welchem Auto ist das vergleichbar jetzt, 100, 200? Also das hier jetzt mit dir 6,5 Sekunden, also hier in Abu Dhabi 6,5 Sekunden, sage ich mal, ein Lamborghini Aventador, so ein LP 700, fährt 6,4, zwischen 6,4 und 6,6. Also das Auto, wenn du rausgehst,
wie dein 80 oder 90 Kilo, dann würde ich definitiv schneller sein wie ein Lamborghini Aventador. Dann hast du so, ich habe jetzt gemessen, so ein neuer Porsche Turbo S hier in Abu Dhabi mit dem Sprit von hier, mit den Temperaturen, bist du so bei 6,8 Sekunden, 100 auf 200. Das heißt, du bist auch schneller wie ein Porsche Turbo S. Ja? Ich meine, klar, Turbo S wiegt 1600 Kilo, das Auto wiegt hier 2 Tonnen, ja? Aber der Lambo-Fahrer wird schon blöd gucken, wenn du den stehen lässt. Gell? Also ich bin jetzt mit der Stufe 1 sehr zufrieden, der Kunde wird auch sehr zufrieden sein. Man merkt einen deutlichen Unterschied und ich sag mal, die Motoren, die sind so geil, wenn man da wirklich mal die Downpipes macht, eine Auspuffanlage, gute Sprit, dann holst du da locker 800 PS raus. Ja, also die Dinger fahren mit 800 PS, fahren sie so 5,2 bis 5,3 Sekunden, 100 auf 200 und das ist dann schon eine Ansage, also 5 Sekunden. Beispiel GT2 RS, der neue, der fährt so 5,3 bis 5,500 auf 200. Das heißt, stell dir mal vor, du hast einen M5 aktuellen, ja, und machst ein bisschen Modifikation und bist auf einmal genauso schnell wie ein GT2 RS. Hä? So, Eingangsmessung M5 Competition. Angabe 625 PS. Ich habe gemessen 632,5 PS. Und 796,9 Newtonmeter. Also ist es etwas mehr, wie BMW angibt. Gerade vom Drehmoment. Drehmoment sind es fast 50 Newtonmeter mehr. Ist alles in der Toleranz, ist alles wunderbar. Wichtig ist jetzt die Ausgangsmessung. Und jetzt mit Stufe 1, also das heißt wirklich nichts am Auto gemacht, nur Motorelektronik programmiert, Getriebe programmiert, kommen wir auf 743,4 PS. Und 947,2 Newtonmeter. So, das heißt, eigentlich ist es egal, ob es jetzt ein Competition ist oder nicht, weil wenn die nachher Software bekommen, sind sie gleich schnell. Ja, von der Leistung her, der weiße M5, der Nicht-Competition, hatte 737 PS. Ich meine, das ist ein bisschen ja, so Streuung vom Motor, aber im Endeffekt ist das alles genau gleich. Das Fazit von der Geschichte ist, der normale M5 hatte 600 paar zerquetschte PS und der Competition hatte 630 oder so. Aber nachdem beide Software bekommen haben, waren sie fast gleich. Da sprechen wir von 7-8 PS Unterschied. Und mir wären jetzt die 10.000 Euro nett wert, wenn ich dann am Ende durch die Software die gleiche Leistung habe, eigentlich wie in Competition. Also 0, 100, 100, 200 war beide Autos gleich, als sie gemacht worden sind. Von daher ist sie weg. Scheiße. Ich hab schon gedacht, was ist denn da los? Ey? But instead I see a figure so unfair that he bled liquid lead shots aiming for the hair lights you will rather follow rose and roll your dice and parrot. So Freunde, wir sind durch für heute. Hatte einen tollen Tag mit diesen zwei wunderbaren Fahrzeugen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Kommentiert gerne, was euch gefallen hat. Kommentiert mir auch bitte, was wir nicht so gut gemacht haben. Ich meine, wir haben erst angefangen mit den Videos. Wir würden gerne mehr erfahren, was euch so interessiert.
Wenn ihr sehen möchtet, was ich so tagtäglich mache, folgt mir auf Instagram, Jimmy Pelka. Und dann sehen wir uns bald wieder im nächsten Video. Mal schauen, was für ein Auto. Macht's gut und bis bald. Back. Yeah, yeah. I'm back.